Seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Outlast 2. Und wir wurden in der letzten Folge etwas gemobbt. Und so wie es aussieht, müssen wir hier... Ja, weil das auch gut geht. Das wird genau richtig gut gehen. Als ob. Als ob. Kannst du auch schneller machen? Oder kannst du auch schneller machen? Dieser kleine Ficker mit seinen Drecksfeilen geht mir langsam echt hart auf den Senkel. Ja genau, ich treffe halt alles. Ich treffe halt alles. Der cheatet doch, der hat doch ein Aimbot an. Wovon? Wovon? Oh, ich bin Black, ich kipp jetzt einfach mal um. Ich hab nämlich meine Regel. Das schockt mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin eigentlich eher genervt von diesem hässlichen Pisser, der mich die ganze Zeit mit den Pfeilen beschießt. Ja, deine Mutter, ey. Ich treffe alles und jeden. Ich fühle mich gerade behindert. Ich habe das Gefühl, dass ich hier so die ganze Zeit im Kreis laufe. Hier waren wir doch schon mal. Gott. Aua, fick dich. Fick dich, Junge. Mann, ich will da rein. Mich hat schon interessiert, was dann in der Höhle ist. Aber das sieht das Spiel so nicht vor. Ne, also. Dann halt nicht. Ich werde hier durchgehetzt bis zum geht nicht mehr. So, jetzt sliden wir hier runter ins nächste Unglück. Ah. Oh, ja, okay, das ist wirklich nicht schön. Okay. Jetzt binden sie nageln sie mich an ein Kreuz. Jetzt bekomme ich meinen Sarg, oder wie? Okay. Nee. Ja. Ihr seid echt kranke Wichser, das ist der Hammer. Gekreuzigt, begraben. Hey, Black macht eine ganze Menge mit, ey. Okay, Sound, wo bist du? Ah. Gut, dass diese Kerle ein ordentliches Loch gemacht haben. Alter Falter. Au. Boah,
Boah, kann man denn nicht einmal seine Ruhe haben? Ja, leg's bitte wieder hin. So, ich muss mich jetzt erstmal wieder heilen. Gut, hier geht's nicht lang. Scheint es allgemein nicht lang zu gehen. Hier sind wir aus unserem Loch gekommen. Gehen wir halt in eine andere Richtung. Von da sind wir runtergekommen. Okay. Mann, Alter, dieser kleine Scheißer geht mir so ein bisschen auf den Senkel. Okay. Schon gut, ich verstehe schon. Wann haben wir den Weg gefunden? Muss nur wiederfinden. Nein, gerade da nicht. Was ist denn jetzt? Alter Black, das machst du mit Absicht. Renn doch einfach ganz normal weiter. Jetzt rennt er gar nicht. Ja, natürlich. Als ob du erschöpft bist, weißt du. Black, du bist so eine Pussy teilweise. Echt? Stehst du bitte wieder auf? Danke. Okay. Gott, das wäre so viel. Aber wir müssen so oder so lesen. Dies hier ist mein Bruder. Gebrochen und getötet von Tyrannen Laiet und seinem Reittier Nick. Weil seine fehlenden Finger ihn Wein vergießen ließen. Es war ein schreckliches Unrecht und ich hoffe, ein gnädiger Gott wird ihn besser behandeln. Okay. Oh Gott. Okay. Freut euch, oh ihr Bäuligen, deren Haut schwillt und schmerzt, deren Glieder knacken und klagen. Euer Täufer kommt zu euch auf einem Esel in Form eines Mannes. Dieser Täufer erscheint wie ein Kind. In jeder Hinsicht bis auf sein Glied und ist deshalb der Leibling des Propheten Sullivan Nuff. Und Nuff sprach zu Laiet: Was wünschst du in deinem Elend? Und Laiet sprach: Ich wünsche zu sehen, was der neue Ezekiel sah. Und Nuff sprach: Dein Geist ist zu eng für die Breite der Nachricht des Herrn und würde beim Eindringen zerreißen. Du solltest nur deine eigene Erlösung erfahren. Und Laiet sprach: Wahrhaftig, ich glaube meines Vaters jedes Wort. Und Nuff ruft: Hosanna, du liebst mich, also seist du gesegnet und du wirst sehen, was du zu sehen wünschst. Und Laiet sprach: Ich sehe die Himmel sich öffnen, ich sehe Rauch im Himmel,
Eine Wolke aus Insekten, die einen Mann bringt, der ist voller Jahre, doch unbefleckt, wunderschön, schöner selbst als jede Frau. Und ich sah und wusste, ich sah den Erlöser der Bäuligen, von denen Ezekiel gesprochen hat. Und Ezekiel sprach erneut zu Lait: Sieh, das Lamm heile die Kinder verfaulter Schwänze und verderbter Schöße. Und ich sah die vielen Kranken und die, die von Teufeln und unreinen Geistern geplagt werden, die von der Macht des Lamms Gottes geheilt werden sollen. Und ich, Lait, sah, wie er an das Kreuz gehängt und getötet wurde, für jene, deren Lust ihnen Sünde brachte und deren Sünde ihnen Lust brachte. Und wie er da hängt, werde es reichlich Milch und Wein geben, so dass jeder, der im Land verbleibt, Butter und Spirituosen habe. Und sie sollen die Herrlichkeit Lairs verkünden, der sie zur Erlösung führt. Und wenn er seinen Geist übergibt und sein vollkommenes Fleisch am Baum hängt, sollen sie ihn von seinem Dorn befreien und mit der Hacke in der Erde begraben. Und die Bäuligen werden sagen: Wir sind müde und elend, denn unsere Herzen sind von Sünde verheert. Also muss der herrliche Lait sie mit Zunge und Peitsche und Glied treiben. Dass sie nicht vergessen, es ist keine große Tat, einen Mann zu ermüden. Doch wollt ihr selbst meinen Gott ermüden? Und sie sollen die Herrlichkeit Lairs verkünden, der sie zur Erlösung führt. Und der Bäulige Christus soll auferstehen aus dem Grab, Krankheit überwinden und den Tod überwinden. Und jene Kranke sollen ihn Immanuel nennen. Und der Bäulige Messias wird sprechen: Dies ist mein Fleisch, esst von ihm und seid geheilt. Wer von meinem Fleisch isst, dem sei das ewige Leben. Und sie sollen die Herrlichkeit Lait verkünden, der sie zur Erlösung führt. Können wir uns eigentlich gerade das mal noch angucken? Pieces of my skin stuck in the barbs. It was too late to hold her up. And I was just a kid. Das sind auch Stücke von seiner Haut. Das ist ja eigentlich, ist mir gar nicht aufgefallen. Warum sagst du sowas? Ist hier noch irgendwas drin? Da ist tatsächlich noch was drin. Hammergeil. Ich glaube, das brauchen wir. Also. Okay. Jetzt geht's weiter. Irgendwas schreit da hinter uns. Was hängt da? Mein Gott. Okay. Kann man machen. Boah, ich will hier nicht mehr sein. Hier ist es ätzend. Es ist mehr als ätzend. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Okay, jetzt bin ich ja schon wieder hier auf irgendeiner Klippe. Sieht ja alles gleich aus. Es ist furchtbar. So, und jetzt rutsche ich hier wieder irgendwo runter. Jawohl. Das sind die Minen? Oh, ey. Das wird doch nichts. Da soll ich reinspringen? Soll ich da reinspringen? Oh Gott. Okay, kreativ gelöst. Ja, okay, ich dachte ich mir schon. Tut mir leid, ich habe das Seil vom Flaschenzug geborgt, um damit in den Himmel zu klettern. Haha, wenn der Fettsack Ezekiel euch kein neues Seil gibt, könnt ihr mich herunterschneiden und es wieder zurückholen.
weil ich es wahrscheinlich nicht mehr brauchen werde. In der Tat, er wird es jetzt wahrscheinlich wirklich nicht mehr brauchen. Kann ich hier rüberklettern? Oh nee. War mir schon klar, dass ich nicht so einfach da rankomme. Lass das große Sterben beginnen. Da doch hier einfach hoch. Blake, so ein Bewegungsspastmatiker, ohne Witz. Lass mich doch einfach mal irgendwo rein. Blöder Ficker. Los, lauf, lauf, lauf. So, diesmal lasse ich mich aber nicht angucken. Jetzt die Frage, wie kommen wir da an dieses Seil? Hier drüber. Ich würde mich ja gerne in den Häusern noch umgucken, aber ich werde ja irgendwie immer gleich geknechtet. Das war mir schon klar. Wie er aber auch wirklich immer trifft. Ja, okay, dann nicht heilen. Ich wollte erst heilen. Ich will ja keinen Stress verbreiten, aber... Oh, Blake, ne? Lass dir halt noch mehr Zeit. Unfähiges Pack, ja. Ist er dann wenigstens tot? Ist wahrscheinlich nicht, deswegen heile ich mich mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der tot ist. Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Der hält mich doch gleich nochmal fest. Als ob der tot ist. Bei irgendwann muss er ja auch mal. Nein, nicht die Schule. Welche Schule hat bitte so ein gruseliges Dach?
Okay. Ich habe Angst. Ach, wie schön. Noch enger ging's nicht. Okay. Oh. Das ist ja was ganz Feines. Hm. Nein. Lol. Was? Oh mein Gott. Okay. Ach, muss ich hier vielleicht drüber springen? Vielleicht muss ich... Ja, komm ruhig hoch. Guck mich an, Baby. Guck mich an. Wohin? Boah, Kamerastörung, fick dich. Ich weiß nicht wohin. Was verfolgt mich nicht, oder? Verfolgt mich nicht mehr, okay. Ja, da geht man rein, da geht man rein. Das ist furchtbar. Okay. Sind wir hier? Eieiei. Okay. Natürlich geht's hier nicht lang. Hier auch nicht. Okay. Alles klar. Jessica, here. Jess. Hey, quick. Jessica, can you hear me? Gott, Jessica macht mich fertig, ey. Jessica macht mich einfach nur fertig. Thank you.
Kameraflimmern macht mich echt fertig. Okay. Das bringt uns hier aber nicht gerade voran. Ich weiß nämlich nicht, wie ich hier wo weiterkomme. Diese Kamerasteuerung, die ist richtig eklig. Muss ich irgendwo hochklettern? Boah, ist das. Das ist wirklich echt ein bisschen. Wo muss ich hin? Also nirgendwo hochklettern. Okay. Boah, diese Fixkamera, ne? Dieses Flimmern. Wo soll ich hier weiter? Dann habe ich hier die ganze Zeit Untertitel, aber höre keine Stimme. Ja, wow, hier war ich gerade. Ui, ich bin in einem Loch. Jess, are you there? What the fuck? Was stimmt nicht mit dir, Blake? What the hell? Okay. Die Folge ist rum. Das passt auch vom Speicherstand her. Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit dabei, wenn es da heißt Outlast 2. Und ganz komische Erinnerungen in Schule und war mit Steve. Haut rein. Euch alles Gute.